Sechs Tage vor der Wahl reisen wir dahin, wo die großen Aufgaben sichtbar sind, vor denen Deutschland steht. Zu Menschen, die wichtige Jobs machen, von denen sie aber nur schlecht leben können. Dass wir wirklich in keinster Weise unsere Verantwortung auf dem Gehaltszettel erkennen können. Die nach Wegen suchen, wie wir uns vor Terror besser schützen können. Wir haben eine Aufgabe, wir wollen den Leuten halt aufklären, okay, das ist nicht richtig. Gerade wir als Muslime müssen das machen. Die sich fragen, wo sie noch einen Platz finden in ihrer Stadt. Es ist Wohnungsnot, es gibt kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Oder was sich tun lässt gegen Armut im Alter. Das ist die große Baustelle, der sich die Politik nicht entziehen darf. Viel zu tun auf der Baustelle Deutschland. Universitätsfrauenklinik Tübingen. 3000 Babys kommen hier jedes Jahr zur Welt. Das ist Erik, 3 Tage alt. Wenn alles gut läuft, hat er eine Lebenserwartung von 78 Jahren. So viele Lebensjahre wie noch keine Generation zuvor. Mutter Mandy Kille und Erik sind nach der Geburt voller Glück. Ist schon fantastisch. Also es lässt sich schwer beschreiben. Ich glaube, das muss man einfach erleben. Ein Wunder. Ein richtiges Wunder, ja. Erik hat schon einen großen Bruder. Wie wird es den Killes einmal ergehen in Zeiten unsicherer Arbeitsplätze, steigender Lebenshaltungskosten, wenn immer weniger Steuerzahler für immer mehr Rentner aufkommen müssen? Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht mehr so einfach ist, Vermögen aufzubauen, wie es für uns vielleicht oder für die Generation vor uns sogar war. Ich denke, es wird schon schwieriger für ihn werden. Aber auch die Elterngeneration besteht nicht nur aus Gewinnern. Bärbel Hecker hat das versucht, was alle ihr geraten haben. Eine gute Ausbildung machen, Kinder bekommen und dann die Karriere. Heute ist die Biologin mit Doktortitel, die bald in Rente gehen wird, nachdenklich geworden. Als alleinerziehende Mutter war eine Karriere in ihrem Traumberuf nicht drin. Stattdessen Auszeiten für ihr Kind. Immer neue, schlecht bezahlte Jobs. Ich hatte Zeitverträge, ich hatte Werkverträge und ich hatte eigentlich nie eine Dauerstelle in meinem Leben. Weil sonst wäre ich natürlich dort geblieben, das ist ja klar. Ist das ungerecht? Das ist natürlich nicht gerecht, das ist eigentlich eine Schweinerei. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin sehr ärgerlich oft darüber, in einer gewissen Weise auch verbittert. Sie übersetzt heute Fachbücher der Biologie ins Deutsche. Ein ganzer Schrank ist voll davon. Hochkomplexe Themen. Gute Zeugnisse und viele Urkunden. Ein ganzes Leben ausgebreitet auf dem Wohnzimmertisch. Wissenschaftlerin, Mutter, Selbstständige. Für dieses aufreibende Leben wird ihr die Rentenkasse bald klägliche 617 Euro monatlich überweisen. Ich werde auch mein Auto jetzt dann in Kürze verkaufen. Und eigentlich habe ich immer gedacht, wenn ich mal Rentnerin bin, könnte ich noch mal studieren. Das habe ich mir immer so gewünscht. Aber dafür werde ich die Zeit nicht haben, weil ich weiter arbeiten muss, wenn ich denn überhaupt Arbeit habe. Lange Kindererziehungszeiten, geringer Lohn. Das Schicksal von Bärbel Hecker ist das Schicksal von Millionen, die jetzt bald in Rente gehen. Im bestehenden Rentensystem sind das tatsächlich diejenigen, die das ganz schlechte Blatt gezogen haben. Die Frauen, gerade in Westdeutschland, die jahrelang ausgesetzt haben, unterbrochen haben, sich um die Kinder gekümmert haben. Die haben ja nicht gearbeitet, sondern die haben oft sehr hart gearbeitet, nämlich in den Familien. Und ja, die sind letztendlich von ihrer Biografie her in der Rentenversicherung verraten und verkauft. Die Schönau, eines der Sorgenkinder unter den Mannheimer Stadtteilen. Viele Rentner leben hier, die auf die staatliche Grundsicherung angewiesen sind.
Der Tafelladen vom Roten Kreuz ist ihr Treffpunkt. Hier bekommen sie Waren, die regulär nicht mehr zu verkaufen sind, zu einem sehr günstigen Preis. Jeden Tag großes Gedränge, wenn der Tafelladen öffnet. Herr Reisberg, von wie viel Geld leben Sie letztendlich? Also was haben Sie zur Verfügung? 200. 200? Das ist ja gar nichts. Das ist gar nichts. Die Altersarmut nimmt zu in Deutschland, weil das Rentenniveau sinkt und die Arbeitswelt sich wandelt. Der erste Gang zum Tafelladen ist vielen hier nicht leicht gefallen. Ja, geschämt, geschämt. Aber jetzt seht ihr es ja locker, locker. Es geht nicht anders, es geht nicht anders. Hartz IV für Rentner. Die Zahl der Bedürftigen hat sich seit 2003 verdoppelt. Manche wurden auch durch Krankheiten aus der Bahn geworfen. Warum gehen Sie in der Tafel einkaufen? Auch weil ich frühberentet bin. Ich hatte vor 3 Jahren Krebs, habe meine Arbeit verloren, musste meine Arbeit aufgeben und meine Rente. Das darf ich Ihnen nicht sagen, was ich da kriege. Sagen Sie es uns? Man nimmt mal 200 Euro. Bleiben übrig? Ja, überhaupt. 200 Euro. Kann man davon leben? Nein, dann bin ich hier. Und mal essen gehen? Nee. Nee, dann mal einen Döner. Altersarmut in einem reichen Land. Viele hier, die ein Leben lang gearbeitet haben, sind enttäuscht, dass man sie im Alter so im Stich lässt. Und ich sage offen ehrlich, wenn ich das alles gewusst hätte vorher, dann hätte ich mal hintern die Couch gedrückt und gesagt, was soll ich arbeiten gehen, für wen? Ich kriege eh mein Geld. Und deswegen tue ich viele, viele heute, wo in Kaufhäuser, an den Kassen, egal was, wir müssen echt die Hände hin und her ziehen, ja? Die bedauere ich auch mal. Was denke ich, was die mal kriegen? 500, 600 Euro, das reicht. Das kann es nicht sein. Niedrigverdiener in anderen Ländern, wie der Schweiz oder Österreich, sind fürs Alter besser abgesichert. Zum Teil auch dank höherer Beiträge. Überall mit unterschiedlichen Systemen haben sie im Prinzip so eine Art Grundrente oder Minimalrente, die den Leuten, die gearbeitet haben, zustehen und die deutlich höher ist als das, was wir hier als Hartz IV haben. Und das ist die große Baustelle, der sich die Politik nicht entziehen darf. Die Rentenansprüche dieser Niedrigverdiener anzuheben, würde viel Geld kosten. Aber wenn man ihre Renten so niedrig lässt, wie sie sind, kostet es auch Geld. Die werden alle im Alter dann finanziert werden müssen über die Steuermittel, über die Sozialhilfe, also über unsere Grundsicherung. Ja klar, das schlägt dann irgendwann wieder auf. Und es ist ja nicht so, dass das nichts kostet, sondern die Gesellschaft muss es dann an anderer Stelle bezahlen. Und das wird dann eines Tages auch Baby Erik betreffen, wenn er Steuerzahler geworden ist. Auch wenn er jetzt noch nichts davon ahnt. Stuttgart, die Automobil- und Feinstaub-Hauptstadt. Seit Mitte August sind die Grenzwerte für dieses Jahr wieder überschritten. Franco Jacopino baut Diesel und fährt Diesel. Jetzt muss er fürchten, dass er ausgesperrt wird. Fahrverbote drohen. Ich habe immer gedacht, ich fahre ein Fahrzeug, das so relativ sauber ist mit Partikelfilter. Und es wäre alles wunderbar. Und ich war selber überrascht, wie die reale Messwerte sind auf der Straße. Nicht nur der Alpha, den er fährt, sondern auch viele Motoren, die der Daimler-Arbeiter selbst mitproduziert hat, sorgen für schlechte Luft hier. Davon hat er buchstäblich die Nase voll. Manfred Nies klagt über Atembeschwerden. Er klagt auch vor Gericht gegen die Behörden und wirft der Politik Untätigkeit vor. Ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung mehr Rückgrat hat. Beispiel, am 2. August hätte die Bundesregierung durchaus durchsetzen können, dass eine Hardware-Nachrüstung möglich ist. Das hat sie leider versäumt. Jetzt wird es schwierig. Man würde erwarten, dass die Bundesregierung insgesamt mehr Rückgrat gegenüber der Automobilindustrie zeigt und mehr Unabhängigkeit. Heißt auch mehr Druck in Richtung Elektroauto. Im Daimler-Motorenwerk am anderen Neckarufer könnte das gravierende Folgen haben. Auch für Franco Jacopino.
Denn E-Motoren sind viel einfacher aufgebaut und verursachen viel weniger Arbeit. Jetzt sind etwa über 20.000 Menschen hier beschäftigt, die wo zur Arbeit kommen, die wo eine Existenz dahinter haben, wo Geld verdienen. Und das wäre nachher weg. Also es wäre ein Großteil von denen, es wäre nur noch ein Bruchteil davon. Man spricht von einem Drittel, wo nachher übrig bleiben wird. Und das wäre Katastrophe. Also das wäre unvorstellbar. 600.000 Jobs seien gefährdet hierzulande, so der Verband der Autoindustrie. Der Unternehmensberater Oliver Greiner kennt die Autokonzerne in- und auswendig. Er rät dennoch, nach vorne blicken und handeln. Sie werden nicht von heute auf morgen wegfallen, die Arbeitsplätze, die dahinter sind. Auch wenn die Technologie sich schlagartig entwickelt, so wird es doch noch eine ganze Weile dauern, bis überhaupt gar keine Verbrenner mehr produziert werden. Aber eins ist sicher, wir werden uns überlegen müssen, was mit diesen 600.000, wenn sie dann schleichend in bestehenden Arbeitsfeldern nicht mehr arbeiten können, in welche Arbeitsfelder sie dann überwandern. Und hier wird es sicherlich spannend sein, inwieweit es auch den Zulieferern gelingt, neue Technologien zu entwickeln, neue Arbeitsfelder zu entwickeln, in der neuen Technologie wirklich mit dabei zu sein. Denn es sind nicht nur die Autohersteller wie Daimler, BMW, VW, Audi, Opel, Ford oder Porsche, sondern fast mehr noch die vielen Zulieferer, die von dem Wandel betroffen sind. Zum Beispiel ZF. In Saarbrücken baut der Zulieferer Automatikgetriebe für große Marken. Tausende gut ausgebildete Fachkräfte sind hier spezialisiert auf die Metallbearbeitung, die im Elektrozeitalter aber nicht mehr so gefragt sein wird. So wünscht sich auch Christine Funk den Wandel nicht so bald. Sie ist stolz auf ihre Ausbildung und ihren Job. Es war mein Traum, sehr spannend, Mechaniker zu lernen, auch hier weiterzuarbeiten. Und ich hoffe einfach, dass die Firma irgendein Ass im Ärmel hat, dass es danach irgendwie weitergeht. Prinzip Hoffnung. Auch für Lars Winkler steht die Zukunft auf dem Spiel. Er gibt den Getriebezahnrädern hier ihren letzten hochpräzisen Schliff. Solche Zahnräder werden aber in E-Autos kaum noch gebraucht. Er sieht die E-Mobile skeptisch. Man spart vielleicht Benzin und alles, aber Spaß machen wird's Autofahren mit dem Getriebe, mit dem Sauenteil hinten dran. Ja. Sein Vater arbeitet bei ZF, sein Bruder. Und auch er glaubte anfangs noch an einen sicheren Job hier. Doch langsam zweifelt er. In der heutigen Zeit mit den Elektroautos, jetzt gerade bei der ZF, wo wir arbeiten, mit dem Getriebe, weiß man nicht, was in 10 Jahren ist, ob dann immer noch Getriebe gebaut werden oder nicht. Da würde ich mich dafür einsetzen, dass mehr auf die Sicherheit von den Arbeitern eingegangen wird und nicht so viel ins Ausland verlagert wird, weil es da billiger ist, sondern hier in Deutschland produzieren. Noch laufen hier täglich tausende Getriebe vom Band. Doch möglicherweise kommt das E-Auto schneller als gedacht. Dann wird es alle treffen, die, wie Sie, auf Getriebe und Verbrennungsmotoren spezialisiert sind. Für die wird es sehr schwierig und da brauchen wir uns nichts vorzumachen, viele geben, die diesen Wandel nicht mitmachen können, die werden dann schließen müssen oder sie müssen sich einfach neue Arbeitsfelder suchen. Da braucht man sich nicht zu verschließen, wir können diskutieren, ob das in 5 oder in 10 Jahren sein wird, aber sie wird da sein und man muss jetzt diese Herausforderung annehmen. Genau daran arbeiten die Entwickler von ZF. Sie haben längst einen Elektroantrieb für ein Auto gebaut, weil das die Zukunft ist. Doch die Serienmodelle kommen erst zögerlich. Zu teuer, sagen viele Autohersteller. Zu groß noch die Befürchtung von Kunden, die Reichweite wäre zu gering. Das Stromtanken zu schwierig. Eine aktive Politik brauchen wir dahin, zum einen um die Akzeptanz zu stärken, zum anderen natürlich um die Ladeinfrastruktur insgesamt aufzubauen, auszubauen und auch letztendlich um Anreizsysteme für den Kunden zu schaffen. Doch das ist nur der erste Schritt in die automobile Zukunft. Sie arbeiten hier auch am selbststeuernden Auto, das ohne Fahrer einem Hindernis ausweichen kann. So? Genau so, so ist es perfekt, ja. Okay. Nur die politischen Rahmenbedingungen dafür seien es nicht. Das meint auch der ZF-Chef Stefan Sommer. Er sieht hier eine Baustelle für die Politik. Natürlich wünsche ich mir von einer neuen Bundesregierung, dass die Infrastruktur und auch die gesetzliche Rahmenentwicklung den Trends in der Automobilindustrie Rechnung trägt. Das heißt, autonomes Fahren, Assistenzfunktionen, Sicherheitsfunktionen im Rahmen der Gesetzgebung zulässt und gleichzeitig auch eine Infrastruktur wie zum Beispiel das Internet, schnelles Internet, die Anbindung über Funk ausbaut. Das Auto wird neu erfunden. Ob die deutschen Autokonzerne dabei auf dem Spitzenplatz bleiben, ist nicht sicher.
Doch nur deshalb am Alten festzuhalten, ist auch für den Dieselfahrer und Dieselmonteur Franco Jacopino nicht der richtige Weg. Da gibt es Industriezweige, die wo alles machen können. Und da kann man auch was anderes machen. Kann man auch Eisenbahnen bauen, Fahrräder etc. Und man muss es aber auch vorantreiben und einfordern von der Politik. Dass die Politik erfolgreich Techniken fördern kann, hat sie mit Milliardensubventionen und großzügigen Abgasgrenzwerten für den Diesel bewiesen. Bislang fühlt sich Franco Jacopino im Stich gelassen. Berlin-Schöneberg. Rund um den Winterfeldplatz fühlt sich Thomas Pawelek wohl. Seit fast 40 Jahren. Viele Bekannte, kurze Wege. Eine Gegend, in der man gut alt werden kann. Wir sind hier mitten in der Stadt, haben aber ganz in unserer Nähe auch große Grünanlagen, zum Beispiel den Tiergarten. Im Prinzip haben wir alles vor der Tür. Und da möchte man natürlich so einfach nicht weg. Doch jetzt droht ihm genau das, Auszug aus der Wohnung. Das Haus, in dem er wohnt, hat zuletzt 4-mal den Besitzer gewechselt und gehört nun einem Investor, der schicke Eigentumswohnungen aus den bisher günstigen Mietwohnungen machen will. Thomas Pawelek und sein Nachbar Wolfgang Hoth erleben jetzt dasselbe wie viele Mieter in Berlin und anderen deutschen Großstädten. Modernisierung, Mietsteigerung und die Ahnung, das Wohnen in der Innenstadt wird man sich nicht mehr lange leisten können. Der Modernisierungszuschlag würde sich auf 442,95 Euro belaufen. Das wäre dann eine Steigerung der Grundmiete von über 91%. Ich stehe jetzt vor der Situation, dass jemand versucht, mich aus der Wohnung zu drängen. Und das ist ein ganz perfides System, das muss man ganz deutlich sagen. Unsere gesamte Lebensplanung ist dadurch über den Haufen geworfen worden. Wir hatten uns also darauf eingerichtet, dass wir hier mindestens noch 10 bis 15 Jahre wohnen können, immer vorausgesetzt, dass wir gesund bleiben. Gerne würden Sie in Ihrem vertrauten Kiez bleiben, aber danach sieht es nicht aus. Wohin dann? Berlin war immer eine Stadt für Mieter. Doch immer mehr werden Wohnungen zu Geldanlagen. Was die beiden Rentner besonders ärgert, die Politik hat ihrer Meinung nach das Problem lange verschlafen. Es ist Wohnungsnot in Berlin. Es gibt kaum noch bezahlbaren Wohnraum und hier werden Eigentumswohnungen errichtet. Das ist doch total am Bedarf vorbei. Das ist so in der Hauptstadt, aber auch in vielen anderen boomenden Städten. Bundesweit fehlen rund 1 Million Wohnungen, vor allem bezahlbare. Und die Geografin Ilse Hellbrecht rechnet damit, dass sich die Lage noch verschärft. Der Markt will hochpreisige Wohnungen, weil Wohnungen inzwischen Immobilien auch ein Spekulationsobjekt geworden sind, so wie Aktien, und sich damit einfach ein Profit machen lässt. Das heißt, in einer freien Marktwirtschaft wird der Markt immer dafür sorgen, dass in den boomenden Ballungsräumen Wohnen teurer und teurer wird. Wie also wird Bauen billiger? Hendrike Vogt will günstigere Wohnungen anbieten. Der Familienbetrieb, in dem sie arbeitet, hat ein lange vergessenes Konzept wiederentdeckt: serielles Bauen. Früher hieß das Plattenbau. Heute kann man mit vorgefertigten Bauteilen ansehnlich und sogar klimaneutral bauen. Und billiger. Bei einem individuell geplanten Haus liegen die Planungskosten oft bei 20%. Seriell geplant, schätzt Hendrike Vogt, bei nur 3%. Außerdem geht serielles Bauen schneller, bei der aktuellen Wohnungsnot ein wichtiger Faktor. Aber das Hauptproblem liegt woanders. Wir können nur da bauen, wo auch Bauland vorhanden ist. Das heißt, es ist wichtig, dass eben auch kommunale Grundstücke freigegeben werden und Bereiche, wo Bedarfe entstehen oder schon lange entstanden sind, diese eben auch freigegeben werden. Genau da liegt das Problem. Baugrundstücke sind extrem gefragt und die Bodenpreise sind es vor allem, die die Baukosten nach oben treiben. Man muss den Markt Teil des Grund und Bodens entziehen, damit ein Teil der innerstädtischen Böden und damit der innerstädtischen Wohnungsmärkte nicht an diesem Prozess der Preisspirale von Spekulationen teilnimmt. Wie das geht, sieht man in Münster. Die Stadt wächst durch Zuzug und rechnet mit 30.000 neuen Einwohnern in den nächsten Jahren. Der Druck auf dem Wohnungsmarkt ist also groß.
Damit Wohnen in der Stadt bezahlbar bleibt, haben die Stadtoberen sich überlegt, wie sie Zugriff auf einen Teil der Grundstücke bekommen können. Wer als Grundstückseigentümer auf unbebauter, jungfräulicher Fläche neues Bauland schaffen will, muss die Hälfte dieser Fläche an die Stadt verkaufen. Die verkauft die Grundstücke dann an Investoren weiter. Und zwar ganz gezielt nicht nach Höchstgebot. Wir veräußern zu einem Festpreis und geben demjenigen das Grundstück, der die niedrigste Startmiete bietet. Das heißt, die Investoren sind gefordert, eine niedrige Startmiete zu bieten. Und das kommt unmittelbar den Mieterinnen und Mietern hinterher zugute. Und zwar bei diesen öffentlich geförderten Mietwohnungen genauso wie bei den frei finanzierten. Bemerkenswert an der Münsteraner Baupolitik: Dieses System haben alle Parteien im Stadtrat einstimmig beschlossen. Aber klar ist auch, um überhaupt erst in die Lage zu kommen, Grundstücke zu kaufen, so wie es Münster vormacht, brauchen die Städte dringend Hilfe von oben, vom Bund. Einmal wäre es hilfreich, über eine Gesetzesänderung im Baugesetzbuch nachzudenken, dass die Kommunen ein Vorkaufsrecht erhalten für Grundstücke im beplanten Innenbereich. Aber gleichzeitig müssen die Kommunen natürlich auch finanziell in die Lage versetzt werden, dieses Vorkaufsrecht dann ausüben zu können. Heißt, wenn die nächste Bundesregierung etwas tun will für den Wohnungsbau, muss sie den Kommunen Geld zur Verfügung stellen. Zurück in Berlin. Wolfgang Hoth und Thomas Pawelek haben ihre Mitbewohner zusammengetrommelt. Hoffnung, die enormen Mietsteigerungen zu verhindern, haben sie kaum. Auch die Mietpreisbremse hilft nicht, wenn die Wohnungen modernisiert werden. Der Staat ist im Grunde genommen ein Papiertier. Der hat sich selber handlungsunfähig gemacht auf dem Gebiet. Und die Mieter, die bezahlen die Zeche. Bezahlbare Wohnungen im Viertel, Fehlanzeige. Mieter wie Sie, die sich keine Eigentumswohnung in der Stadt leisten können, werden nur dann wieder bezahlbare Mietwohnungen finden, wenn der Bund sich darum kümmert. Die Länder sind überfordert. Es gibt auf der Bundesebene keine Wohnungspolitik mehr. Das wird alles in den 16 Bundesländern gemacht. Wir brauchen also eine Grundgesetzänderung und es muss wieder dem Bund möglich sein, in Wohnungsbau zu investieren. Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland wie im Mittelalter in einer Kleinstaaterei 16 Mal Wohnungspolitik betreiben in den Ländern und das nicht auch eine nationale Aufgabe ist. Rund 20 Jahre lang war Wohnungsbau kein Thema in Deutschland. Das muss sich nach der Wahl ändern. Für Thomas Pawelek und Wolfgang Hoth drängt die Zeit. Denn sie werden vielleicht schon bald ein neues Dach über dem Kopf brauchen. Sie hat einen der schönsten Berufe der Welt, könnte man meinen. Sie arbeitet mit glücklichen Schwangeren, süßen Babys. Sarah Durchtewald ist seit 12 Jahren Hebamme und sie liebt ihren Beruf. Eigentlich. Ich habe mit 20 Jahren die Ausbildung angefangen und würde es mit meinem Wissensstand heute nicht noch mal machen, weil es einfach in keiner Relation steht zu dem, was man tut, zu dem, was man für eine Verantwortung trägt. Und es hat keinerlei Perspektiven, wirklich entspannt finanziell sich ein Polster zu erarbeiten oder gar entspannt in die Rente, Richtung Rente zu gucken. Und es ist schon schade bei einem Beruf, der so existenziell ist und der immer wichtiger werden wird. Als selbstständige Hebamme bekommt die 35-Jährige nur knapp 33 Euro für jeden Hausbesuch, egal wie lange er dauert. Am Ende des Monats bleiben der alleinerziehenden Mutter nur 1200 Euro zum Leben. Hallo Jakob. Hi. Guck mal, wie fahren das da? Nicht immer ist ihr Besuch, wie hier bei der Familie Wollwinder, reine Routine. Und die Morgenstunden gehen auch? Oder ist ja. Es kann viele Komplikationen nach der Geburt geben. Von ihrer Aufmerksamkeit hängt es oft genug ab, ob eine lebensbedrohliche Situation erkannt wird. Dafür bekommt sie nicht mehr als eine Hilfsarbeiterin ohne Ausbildung. Das ist leider wirklich die Situation, die uns das Leben so schwer macht, dass wir wirklich in keinster Weise unsere Verantwortung auf dem Gehaltszettel erkennen können. Alle reden davon, wie wichtig Kinder für die Zukunft dieses Landes sind. Wie kann es dann sein, dass sie knapp über dem Hartz-IV-Niveau leben muss?
Die wichtigste Forderung an die Politik? Endlich eine Erhöhung der Hebammengebühren. Auch der Blick in die Zukunft sieht nicht besser aus, zeigt die Berechnung der Rentenkasse. Ja, das ist eigentlich jedes Jahr aufs Neue wirklich erschütternd, weil man denkt, Mensch, jetzt müsste doch einfach mal mehr draufstehen. Und man kriegt dann schon wirklich auch Angst und denkt sich, hoffentlich tut sich noch irgendwas, weil sonst sieht es sehr, sehr düster aus. Das macht einem schon echt Angst. Es gibt viele Sarah Durchdewalds im reichen Deutschland. Sie haben anerkannte Berufe und kaufen ihre Kleider nur im Schlussverkauf. Deutschland ist zwar formal auch immer im Durchschnitt betrachtet die stärkste Volkswirtschaft, aber für einen Teil der Menschen sieht es hier zappenduster aus. Jeder fünfte Arbeitnehmer in unserem Land arbeitet zu Niedriglohnbedingungen. Das ist fast trauriger Rekord in Europa. Weil solche Arbeitsverhältnisse zunehmen, geht die Schere weiter auseinander. Die oberen Lohngruppen heben ab, aber ganz unten gehen die Einkommen sogar zurück. 60% der Arbeitnehmer, denen geht es heute besser, und zwar bis zu 30% besser als Mitte der 90er Jahre. Die haben mehr Geld in der Tasche, denen geht es gut, aber die 40%, die im unteren Einkommensbereich liegen bei den Löhnen, und das sind Millionen Arbeitnehmer, das sind Busfahrer, das sind Altenpflegerinnen, ganz, ganz viele wichtige Menschen in unserer Gesellschaft und Wirtschaft, die haben heute weniger Geld in der Tasche als noch Mitte der 90er Jahre. Deutschland, ein Niedriglohnland. Besonders in der Schlachtindustrie hat das fatale Folgen, sagen Gewerkschafter hier im Saarland und anderswo. Sie wollen heute Kunden einer großen Fleischfabrik darüber aufklären, warum die Waren hier so billig sind. Deutschland ist zum Schlachthof Europas geworden, weil es immer weniger reguläre Arbeitsplätze gibt. Hallo, ich hoffe, Sie haben gerade gut eingekauft. Wir haben noch eine Information für Sie. Da steht ein bisschen was drin, warum die so günstig sind. Das ist einer der Fleischwarenhersteller, die fast nur mit Werkverträgen arbeiten. Gibt es keinen Tarifvertrag und keinen Betriebsrat. Jetzt wissen Sie auch, warum es so günstig ist. Es gäbe hier nur wenige Werkverträgler, verteidigt sich der Fleischwarenhersteller. Jeder Beschäftigte bekomme sogar mehr als den Mindestlohn. Das reiche aber bei weitem nicht, sagt der Gewerkschafter. Wozu gibt es Tarifverträge? Von den Verbrauchern erwartet er sich hier mehr kritische Nachfragen, wie Preise zustande kommen. Von der Politik erwarten die Gewerkschafter, dass sie die Marktregeln verschärft, zugunsten regulärer Arbeitsplätze. Es gibt den deutschen Deal, teures Öl fürs Auto, und beim Essen ist es uns total egal, was wir essen, was auf dem Teller kommt. Ja. Hauptsache billig. Ja. Ne? Ja. Ja, genau das. Die Gewerkschafter sprechen von einer fatalen Abwärtsspirale durch Lohndumping. Wenn ein Betrieb erst einmal damit anfängt, müssen alle anderen nachziehen. Der Betrieb, der nicht mit Werkverträgen arbeitet, hat das am schwierigsten. Der Betrieb mit Tarifverträgen, Mitbestimmung, Betriebsrat hat tatsächlich auf dem Markt einen Nachteil, weil er eben nicht eine aggressive Preispolitik betreiben kann, die die Mitbewerber dann unter Druck setzt. Also wer sich ordentlich verhält, hat in Deutschland sozusagen ein Problem. Ein paar hundert Meter weiter sind diese Probleme zu besichtigen. Ein Betrieb, der versucht hat, mit klassischen, regulären Arbeitsplätzen durchzukommen, musste dicht machen. Dieser Verdrängungswettbewerb findet in vielen Branchen statt. Gut bezahlte, feste Arbeitsplätze verschwinden. Dabei sprechen alle vom deutschen Jobwunder. Tatsächlich ist aber die Situation so, dass ein nicht geringer Teil dieses Jobwunders auf der Zunahme von prekärer und schlecht entlohnter Arbeit basiert. Und das finden Sie leider in vielen, vielen Branchen. Das heißt, nach außen ist Deutschland volkswirtschaftlich ein Kraftprotz, aber für einen nicht geringen Teil der Arbeitnehmer ist das ein richtiges Verlustgeschäft. Man kann etwas tun und man muss in meinen Augen auch dringend etwas tun, und zwar für die, denen ansonsten lebenslang ein Verharren im Niedriglohnbereich droht. So wie Sarah Durchdewald. Für sie, selbst alleinerziehende Mutter, wäre zum Beispiel eine Erhöhung des Kindergelds nützlich, wogegen sie von Steuersenkungen bei ihrem niedrigen Gehalt nicht profitieren würde. Bleibt alles, wie es ist, ist das schlecht für sie und für Deutschland. Denn an Hebammen mangelt es. Vermutlich auch, weil sich herumgesprochen hat, wie schlecht der Verdienst in dem Beruf ist.
Auf dem Breitscheidplatz in Berlin treffen wir Andreas Schwarz. Er humpelt, noch immer. Verletzt wurde er beim Anschlag auf den Weihnachtsmarkt. Ich stand mit dem Rücken, ich stand hier so an der Hütte. Und in dem Moment, wo der Donnerkrollen auftauchte, sah ich schon den LKW auf mich zukommen. Es war dieser LKW, hier links im Bild markiert, der auf den Berliner Weihnachtsmarkt raste. 11 Menschen tötete und 55 verletzte. Der schwerste islamistische Terroranschlag bisher in Deutschland. Andreas Schwarz konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten, versuchte dann selbst, anderen Verletzten zu helfen. Die Frau, die vor mir stand, also ca. 3 Meter vor mir stand, hat der LKW erfasst gehabt. Musste mit eigenen Augen ansehen. Hab versucht, den Puls zu ertasten. Aber leider war da nichts mehr zu ertasten. Der letzte Zug von ihr war ja gewesen. Augen aufgerissen, ja, guckt mich an, fragt warum und der Kopf fällt an der Seite und war tot. Andreas Schwarz ist traumatisiert, aber auch zornig. Er hat Strafanzeige gegen das Landeskriminalamt Berlin gestellt. Der Anschlag, sagt er, hätte verhindert werden können. Und tatsächlich. Der Täter Anis Amri war als islamistischer Gefährder bekannt, hatte Kontakte zu Terroristen in Syrien, handelte mit Drogen, wurde zeitweise observiert. Zahlreiche Behörden beschäftigten sich mit ihm und trotzdem wurde er unterschätzt. Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden hat reagiert, hat ein neues System entwickelt, um islamistische Gefährder sicherer und besser einschätzen zu können, wie Vizepräsident Peter Hensler uns erläutert. Das sogenannte Radar-ITE soll Fälle wie Amri verhindern. Zunächst wird, wie bisher, eine Fallchronologie erstellt, mit allen polizeilichen Erkenntnissen, etwa wann der Islamist erstmals aufgefallen ist. Neu ist, nun folgen 70 standardisierte Fragen, die sich intensiver als bisher mit dem Leben des Gefährders befassen. Ist er gewalttätig oder kriminell aufgefallen? Ist er Einzelgänger oder Mitglied einer Gruppe? Daraus ergibt sich eine Risikobewertung. In Gelb, Orange oder Rot, gleich hochgefährlich. Hätte es dieses System schon letztes Jahr gegeben, wäre Amri dann richtig eingeschätzt worden? Amri, das ist bekannt, ist im Nachgang als Hochrisikoperson nach diesem Instrument eingestuft worden. Mit dem neuen System will das BKA nun die knapp 700 bekannten Gefährder neu einstufen. Ein wichtiges Instrument. Überwachen müssen sie dann aber die zuständigen Landespolizeibehörden. Und genau da gibt es ein Problem. Alle Polizeien der Länder haben ein eigenes Polizeigesetz. Diese sind nicht bundeseinheitlich. Und in manchen fehlen etwa wichtige, wesentliche und wirkungsvolle Maßnahmen, wie zum Beispiel die Kommunikationsüberwachung. Das bedeutet, eine Kommunikationsüberwachung oder Online-Durchsuchung von Computern muss unter Umständen abgebrochen werden, wenn ein Gefährder wie Amri die Grenze zwischen zwei Bundesländern überschreitet. Eine Lücke in der Gefährderüberwachung. Aus dem Fall Amri ist allerdings die Lehre gezogen worden, dass diese Lücken geschlossen werden müssen. Und ich denke, dass in diesem Jahr durch die Länderparlamente die zentralen Lücken geschlossen werden können. Ich halte es für einen wichtigen Schritt, dass im Jahr 2017 in der Bundesrepublik Deutschland die Polizei nach einheitlichen Gesetzen arbeiten kann. Die bundesweit einheitliche Einstufung und Überwachung islamistischer Gefährder, wie das BKA fordert, das müssen die Bundesländer umsetzen. Eine politische Aufgabe. Aber der Bund kann aus eigener Macht nichts tun. Denn Polizei ist und bleibt auch nach der Wahl Ländersache. Eine andere Aufgabe, Prävention. Verhindern, dass sich junge Menschen überhaupt erst radikal-islamistischen Ideen anschließen. Einen ungewöhnlichen Weg dabei gehen diese jungen Männer. Eine Gruppe gläubiger Muslime um die Brüder Hassan und Mohammed in Düsseldorf. Vor 3 Jahren haben sie sich gegründet, als Antwort auf den wachsenden Salafismus. Das war Wut, die wir getragen haben damals. Wir haben gesehen, der Salafismus in Deutschland ist verbreitet, nutzt die Freiheiten aus. Wir haben gesehen, diese Ideologie
findet in Syrien und Irak auch statt. Und wir hatten Angst, dass das, was dort stattfindet, ist nur Frage der Zeit, dass es auch hier stattfindet. Im Internet, auf YouTube, versuchen sie mit spektakulären Videos wie diesem andere Muslime zu erreichen. Lauf weiter! Lauf! Lauf, hab ich gesagt! Scheinhinrichtungen an Andersgläubigen als Inszenierung. Diese öffentliche Präventionsarbeit mit Schockeffekt soll Muslime aufrütteln, zeigen, wohin islamistisches Gedankengut führen kann. Wir sind gegen sowas. Wir sind gegen jeden Extremisten, Terrorist, gegen Tod, gegen Mord. Wir haben eine Aufgabe, wir wollen den Leuten halt aufklären, okay, das ist nicht richtig, das ist nicht unsere Religion und wir sind auf jeden Fall dagegen. Und gerade wir als Muslime müssen das machen, weil wenn zum Beispiel ein Andersgläubiger das sagt, dann hört man den eher nicht zu, weil das nicht seine Religion ist. Wir versuchen auch die, zum Beispiel die moderaten Muslime auch zu erreichen, weil es gibt halt Muslime, die halt nicht radikal sind, aber die ein Potenzial haben, radikalisiert zu werden. Die Schockaufklärung der Gruppe scheint zu wirken. Ein junger Mann, der nach Syrien gehen wollte, um zu kämpfen, war Zuschauer dieser Scheinhinrichtung in Essen. Nach einem Jahr oder so haben wir ihn getroffen und er meinte, wisst ihr, damals habe ich die Aktion gesehen und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, da sind Muslime, warum protestieren die dagegen? Und er meinte, dann kam ich zum Nachdenken und dann habe ich mich dagegen entschieden, nach Syrien zu verreisen. Inzwischen ist er komplett anderen, hat er komplett den Weg der Vernunft geschlagen. Womöglich ein Gefährder weniger. Wir brauchen mehr dieser Gruppen, die glaubwürdige Prävention machen. Muslime gegen die Radikalisierung von Muslimen. Eine Aufgabe für die Politik, diesen jungen Menschen mehr Gehör und Unterstützung zu schenken. Nicht mehr nur wie bisher den etablierten muslimischen Verbänden. Kleine Schritte, damit sich ein Anschlag wie der am Breitscheidplatz, den Andreas Schwarz überlebt hat, möglichst nicht wiederholt. Judith Andrade gibt nie auf. Seit 12 Jahren pflegt sie ihren schwerstkranken Mann Manuel. Er leidet an ALS, einer tückischen Krankheit, die mit der Zeit alle Muskeln lähmt. Manuel kann sich mittlerweile überhaupt nicht mehr bewegen. Selbst die Augenlider kann er nicht mehr schließen. Seit 10 Jahren wird er künstlich beatmet. Er wollte immer, dass ich ihn pflege. Und das war immer sein Wunsch und und das habe ich immer respektiert. Und bis jetzt habe ich immer gemacht. Das hatte sie ihrem Mann versprochen und das will sie halten, solange es geht. Bis vor wenigen Wochen kam nachts und auch an 3 Tagen ein Pflegedienst zur Hilfe. Aber der hat ihr ganz plötzlich gekündigt. Bis eine neue Lösung gefunden ist, ist Judith Andrade nun erstmal ganz allein in der Pflege ihres Mannes. Aus Portugal sind die Andrades in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen. Bilder aus einem vergangenen Leben, als noch alles in Ordnung war. Bis zur Diagnose vor 14 Jahren. Bis dahin schien alles ganz schön und normal, so wie jeder Mensch lebt. Ja. Judith Andrade lebt nur von Tag zu Tag, pflegt ihren Mann 7 Tage die Woche ohne Urlaub, hat keine Zeit für einen Beruf und lebt von Hartz IV. Die Pflegekasse zahlt zwar auch Rentenbeiträge für sie, aber Altersarmut ist ihr gewiss. Wenn ich was bekomme, würd vielleicht nicht mal reichen, mich zu ernähren oder eine Miete zu zahlen. Das wird niemals, niemals dafür reichen. Mit gerade mal 690 Euro Rente kann Judith Andrade im Jahr 2031 rechnen, wenn sie Manuel noch 14 Jahre pflegt. Ein politisches Thema. Denn von den rund 2,5 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden 2/3 zu Hause gepflegt. Von Angehörigen, die deshalb gar nicht oder nur in Teilzeit arbeiten können. Ein Thema, dessen Brisanz in Zukunft noch wächst, erklärt uns Susanne Hallermann. Das heißt, mir fehlt mein berufliches Einkommen. Ich pflege über eine ziemlich lange Zeit, im Durchschnitt also 9,3 Jahre.
und kann das mit der minimalistischen Rentenleistung, die man bekommt als pflegende Angehörige, einfach nicht auffangen. Besonders betroffen sind Frauen. 85% der pflegenden Angehörigen sind Frauen, die dann wirklich programmiert in die Altersarmut geraten. Menschen wie Judith Andrade, die zu Hause pflegen, müssen eine bessere Rente erhalten, um vor Altersarmut geschützt zu werden. Sie leisten viel für die Gesellschaft. Denn 90% der Menschen wollen im Alter zu Hause gepflegt werden, nicht im Heim. Kein Wunder bei den täglichen Meldungen über Missstände in deutschen Pflegeheimen. Klaus Fussek ist einer der renommiertesten deutschen Pflegeexperten. Er erhält täglich zahlreiche Briefe und E-Mails über Missstände in deutschen Heimen. Sie liegen stundenlang in der vollen Windel, es stinkt im Zimmer. Wenn ich nicht jeden Tag reinbekomme, kriegt meine Mutter nicht zu essen und nichts zu trinken. Ich gehöre der Kriegsgeneration an und jetzt muss ich betteln, dass ich zur Toilette komme. Sein Fazit? Wenn Missstände in den Heimen abgestellt werden sollen, müsse die Politik für mehr Transparenz sorgen und den Kampf um die Rendite in der Pflege bremsen. Ich sage Ihnen mal eins, ich glaube eher, dass zu viel Geld im System ist und das Pflege- und Gesundheitssystem vollkommen intransparent sind. Also wir sprechen ja inzwischen von Gesundheitswirtschaft, von Pflegewirtschaft. Es sind Konzerne, man kann mit Pflege an der Börse gehen, man kann Renditen machen. Also dass der Grundfehler war natürlich immer schon, das Produkt Pflegegesundheit kann nicht markt- und börsenfähig sein. Dass es auch anders geht, zeigen Beispiele wie das Maria-Martha-Stift in Lindau am Bodensee. Ein Haus mit hervorragendem Ruf, das anbietet, was sich jeder wünscht. Eine individuelle, respektvolle Pflege. Am Morgen. Altenpflegehelfer Hermann Beck weckt die 93-jährige Bewohnerin Maria Hoffmann. So, jetzt ziehe ich Ihnen Ihre Strümpfe an. Ja. Okay. Hilft ihr beim Anziehen. Wie lange leben Sie denn schon hier? 11 Jahre. 11 Jahre hier im Heim? Ja. Und wie ist es? Wie gefällt es Ihnen? Ja, ich bin zufrieden. Ja. Auch Hermann Beck ist zufrieden, arbeitet schon seit 26 Jahren hier. Ein Zeichen für die guten Arbeitsbedingungen. Pflege im Minutentakt gibt es hier nicht. Wir haben die Zeit, wir dürfen sie uns auch nehmen. Natürlich müssen wir auch ein bisschen auf die Uhr gucken, das ist ganz klar. Aber wenn ein Bewohner also mehr Zeit braucht wie ein anderer, dann kriegt er die auch. Wie in vielen Heimen haben auch hier rund 60% der Bewohner eine Demenzerkrankung. Aber eingesperrt oder sediert wird hier niemand. Stattdessen versuchen die Pflegerinnen, die Bewohner zu aktivieren. Alles hier wirkt freundlich und zugewandt. Von Zeitdruck ist nichts zu spüren. Aber wie geht das? Sie bekomme die gleichen Pflegesätze wie alle, sagt Heimleiterin Anke Franke. Aber als christliches Haus muss sie keine Gewinne abgeben, wie manch private Heime. Gute Pflege sei eigentlich ganz einfach. Da braucht man gute Mitarbeiter, man braucht gute Führungskräfte, man braucht eine Vision, muss begeisterungsfähig sein, muss das weitergeben können, diese Vision von einer Pflege, wie wir selbst einmal gepflegt werden wollen. Wenn wir im Laufe des Tages lachen, über. Das geht zum Beispiel, indem sich die Bewohner im Lesekreis treffen. Maria Hoffmann trägt heute etwas vor. Miteinander. Das Maria-Martha-Stift zeigt, gute Pflege ist möglich, wenn Häuser wie dieses zum Vorbild werden. Und es braucht die politische Entscheidung, dass Pflegeheime nicht in erster Linie dazu da sind, Gewinne zu erwirtschaften. Unsere Reise durch die Republik geht zu Ende. Eine Reise zu den großen Herausforderungen der Zukunft. Eine Reise auch zu den Menschen, die sich diesen Herausforderungen stellen. Und an Lösungen arbeiten auf der Baustelle Deutschland. Verband der Autoindustrie.
Der Unternehmensberater Oliver Greiner kennt die Autokonzerne in- und auswendig. Er rät dennoch nach vorne blicken und handeln. Sie werden nicht von heute auf morgen wegfallen, die Arbeitsplätze, die dahinter sind. Auch wenn die Technologie sich schlagartig entwickelt, so wird es doch noch eine ganze Weile dauern, bis überhaupt gar keine Verbrenner mehr produziert werden. Aber eins ist sicher, wir werden uns überlegen müssen, was mit diesen 600.000, wenn sie dann schleichend in bestehenden Arbeitsfeldern nicht mehr arbeiten können, in welche Arbeitsfelder sie dann überwandern. Und hier wird es sicherlich spannend sein, inwieweit es auch den Zulieferern gelingt, neue Technologien zu entwickeln, neue Arbeitsfelder zu entwickeln, in der neuen Technologie wirklich mit dabei zu sein. Denn es sind nicht nur die Autohersteller wie Daimler, BMW, VW, Audi, Opel, Ford oder Porsche, sondern fast mehr noch die vielen Zulieferer, die von dem Wandel betroffen sind. Zum Beispiel ZF. In Saarbrücken baut der Zulieferer Automatikgetriebe für große Marken. Tausende gut ausgebildete Fachkräfte sind hier spezialisiert auf die Metallbearbeitung, die im Elektrozeitalter aber nicht mehr so gefragt sein wird. So wünscht sich auch Christine Funk den Wandel nicht so bald. Sie ist stolz auf ihre Ausbildung und ihren Job. Es war mein Traum, Zerspannungsmechaniker zu lernen, auch hier weiterzuarbeiten. Und ich hoffe einfach, dass die Firma irgendein Ass im Ärmel hat, dass es danach irgendwie weitergeht. Prinzip Hoffnung. Auch für Lars Winkler steht die Zukunft auf dem Spiel. Er gibt den Getriebezahnrädern hier ihren letzten hochpräzisen Schliff. Solche Zahnräder werden aber in E-Autos kaum noch gebraucht. Er sieht die E-Mobile skeptisch. Man spart vielleicht Benzin und alles, aber Spaß machen wird's Autofahren mit dem Getriebe, mit dem Sauenteil hinten dran, ja. Sein Vater arbeitet bei ZF, sein Bruder. Und auch er glaubte anfangs noch an einen sicheren Job hier. Doch langsam zweifelt er. In der heutigen Zeit mit den Elektroautos, jetzt gerade bei der ZF, wo wir arbeiten, mit dem Getriebe, weiß man nicht, was in 10 Jahren ist, ob dann immer noch Getriebe gebaut werden oder nicht. Da würde ich mich dafür einsetzen, dass mehr auf die Sicherheit von den Arbeitern eingegangen wird und nicht so viel ins Ausland verlagert wird, weil es da billiger ist, sondern hier in Deutschland produzieren. Noch laufen hier täglich tausende Getriebe vom Band. Doch möglicherweise kommt das E-Auto schneller als gedacht. Dann wird es alle treffen, die, wie Sie, auf Getriebe und Verbrennungsmotoren spezialisiert sind. Für die wird es sehr schwierig und da brauchen wir uns nichts vorzumachen, viele geben, die diesen Wandel nicht mitmachen können, die werden dann schließen müssen oder sie müssen sich einfach neue Arbeitsfelder suchen. Da braucht man sich nicht zu verschließen, wir können diskutieren, ob das in 5 oder in 10 Jahren sein wird, aber sie wird da sein und man muss jetzt diese Herausforderung annehmen. Genau daran arbeiten die Entwickler von ZF. Sie haben längst... Habe ich mich dagegen entschieden, nach Syrien zu verreisen. Inzwischen ist er komplett anderen, hat er komplett den Weg der Vernunft geschlagen. Womöglich ein Gefährder weniger. Wir brauchen mehr dieser Gruppen, die glaubwürdige Prävention machen. Muslime gegen die Radikalisierung von Muslimen. Eine Aufgabe für die Politik, diesen jungen Menschen mehr Gehör und Unterstützung zu schenken. Nicht mehr nur wie bisher den etablierten muslimischen Verbänden. Kleine Schritte, damit sich ein Anschlag wie der am Breitscheidplatz, den Andreas Schwarz überlebt hat, möglichst nicht wiederholt. Judith Andrade gibt nie auf. Seit 12 Jahren pflegt sie ihren schwerstkranken Mann Manuel. Er leidet an ALS, einer tückischen Krankheit, die mit der Zeit alle Muskeln lähmt. Manuel kann sich mittlerweile überhaupt nicht mehr bewegen. Selbst die Augenlider kann er nicht mehr schließen. Seit 10 Jahren wird er künstlich beatmet. Er wollte immer, dass ich ihn pflege. Und das war immer sein Wunsch. Und und das habe ich immer respektiert. Und bis jetzt habe ich immer gemacht. Das hatte sie ihrem Mann versprochen und das will sie halten, solange es geht. Bis vor wenigen Wochen kam nachts und auch an 3 Tagen ein Pflegedienst zur Hilfe. Aber der hat ihr ganz plötzlich gekündigt. Bis eine neue Lösung gefunden ist, ist Judith Andrade nun erstmal ganz allein in der Pflege ihres Mannes. Aus Portugal sind die Andrades in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen. Bilder aus einem vergangenen Leben, als noch alles in Ordnung war. Bis zur Diagnose vor 14 Jahren. Bis dahin
schien alles ganz schön und normal, so wie jeder Mensch lebt. Ja. Judith Andrade lebt nur von Tag zu Tag, pflegt ihren Mann 7 Tage die Woche ohne Urlaub, hat keine Zeit für einen Beruf und lebt von Hartz IV. Die Pflegekasse zahlt zwar auch Rentenbeiträge für sie, aber Altersarmut ist ihr gewiss. Wenn ich was bekomme, würd vielleicht nicht mal reichen, mich zu ernähren oder eine Miete zu zahlen. Das wird niemals, niemals dafür reichen. Mit gerade mal 690 Euro Rente kann Judith Andrade im Jahr 2031 rechnen, wenn sie Manuel noch 14 Jahre pflegt. Ein politisches Thema. Denn von den rund 2,5 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden 2/3 zu Hause und E-Mails über Missstände in deutschen Heimen. Sie liegen stundenlang in der vollen Windel, es stinkt im Zimmer. Wenn ich nicht jeden Tag reinbekomme, kriegt meine Mutter nichts zu essen und nichts zu trinken. Ich gehöre der Kriegsgeneration an und jetzt muss ich betteln, dass ich zur Toilette komme. Sein Fazit? Wenn Missstände in den Heimen abgestellt werden sollen, müsse die Politik für mehr Transparenz sorgen und den Kampf um die Rendite in der Pflege bremsen. Ich sage Ihnen mal eins, ich glaube eher, dass zu viel Geld im System ist und das Pflege- und Gesundheitssystem vollkommen intransparent sind. Also wir sprechen ja inzwischen von Gesundheitswirtschaft, von Pflegewirtschaft. Es sind Konzerne, man kann mit Pflege an der Börse gehen, man kann Renditen machen. Also dass der Grundfehler war natürlich immer schon, das Produkt Pflege, Gesundheit kann nicht markt- und börsenfähig sein. Dass es auch anders geht, zeigen Beispiele wie das Maria-Martha-Stift in Lindau am Bodensee. Ein Haus mit hervorragendem Ruf, das anbietet, was sich jeder wünscht. Eine individuelle, respektvolle Pflege. Am Morgen. Altenpflegehelfer Hermann Beck weckt die 93-jährige Bewohnerin Maria Hoffmann. So, jetzt ziehe ich Ihnen Ihre Strümpfe an. Ja. Okay. Hilft ihr beim Anziehen. Wie lange leben Sie denn schon hier? 11 Jahre. 11 Jahre hier im Heim? Ja. Und wie ist es? Wie gefällt es Ihnen? Ja, ich bin zufrieden. Ja. Auch Hermann Beck ist zufrieden. Arbeitet schon seit 26 Jahren hier. Ein Zeichen für die guten Arbeitsbedingungen. Pflege im Minutentakt gibt es hier nicht. Wir haben die Zeit, wir dürfen sie uns auch nehmen. Natürlich müssen wir auch ein bisschen auf die Uhr gucken, das ist ganz klar. Aber wenn ein Bewohner also mehr Zeit braucht wie ein anderer, dann kriegt er die auch. Wie in vielen Heimen haben auch hier rund 60% der Bewohner eine Demenzerkrankung. Aber eingesperrt oder sediert wird hier niemand. Stattdessen versuchen die Pflegerinnen, die Bewohner zu aktivieren. Alles hier wirkt freundlich und zugewandt. Von Zeitdruck ist nichts zu spüren. Aber wie geht das? Sie bekomme die gleichen Pflegesätze wie alle, sagt Heimleiterin Anke Franke. Aber als christliches Haus muss sie keine Gewinne abgeben, wie manch private Heime. Gute Pflege sei eigentlich ganz einfach. Da braucht man gute Mitarbeiter, man braucht gute Führungskräfte, man braucht eine Vision, muss begeisterungsfähig sein, muss das weitergeben können, diese Vision von einer Pflege, wie wir selbst einmal gepflegt werden wollen. Wenn wir im Laufe des Tages lachen, über. Das geht zum Beispiel, indem sich die Bewohner, Bärbel Hecker, hat das versucht, was alle ihr geraten haben. Eine gute Ausbildung machen, Kinder bekommen und dann die Karriere. Heute ist die Biologin mit Doktortitel, die bald in Rente gehen wird, nachdenklich geworden. Als alleinerziehende Mutter war eine Karriere in ihrem Traumberuf nicht drin. Stattdessen Auszeiten für ihr Kind. Immer neue, schlecht bezahlte Jobs. Ich hatte Zeitverträge, ich hatte Werkverträge. Und ich hatte eigentlich nie eine Dauerstelle in meinem Leben. Weil sonst wäre ich natürlich dort geblieben, das ist ja klar. Ist das ungerecht? Das ist natürlich nicht gerecht, das ist eigentlich eine Schweinerei. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin sehr ärgerlich oft darüber, in einer gewissen Weise auch verbittert. Sie übersetzt heute Fachbücher der Biologie ins Deutsche. Ein ganzer Schrank ist voll davon. Hochkomplexe Themen.
gute Zeugnisse und viele Urkunden. Ein ganzes Leben ausgebreitet auf dem Wohnzimmertisch. Wissenschaftlerin, Mutter, Selbstständige. Für dieses aufreibende Leben wird ihr die Rentenkasse bald klägliche 617 Euro monatlich überweisen. Ich werde auch mein Auto jetzt dann in Kürze verkaufen. Und eigentlich habe ich immer gedacht, wenn ich mal Rentnerin bin, könnte ich noch mal studieren. Das habe ich mir immer so gewünscht. Aber dafür werde ich die Zeit nicht haben. Weil ich weiter arbeiten muss, wenn ich denn überhaupt Arbeit habe. Lange Kindererziehungszeiten, geringer Lohn. Das Schicksal von Bärbel Hecker ist das Schicksal von Millionen, die jetzt bald in Rente gehen. Im bestehenden Rentensystem sind das tatsächlich diejenigen, die das ganz schlechte Blatt gezogen haben. Die Frauen, gerade in Westdeutschland, die jahrelang ausgesetzt haben, unterbrochen haben, sich um die Kinder gekümmert haben. Die haben ja nicht gearbeitet, sondern die haben oft sehr hart gearbeitet, nämlich in den Familien. Und ja, die sind letztendlich von ihrer Biografie her in der Rentenversicherung verraten und verkauft. Die Schönau, eines der Sorgenkinder unter den Mannheimer Stadtteilen. Viele Rentner leben hier, die auf die staatliche Grundsicherung angewiesen sind. Der Tafelladen vom Roten Kreuz ist ihr Treffpunkt. Hier bekommen sie Waren, die regulär nicht mehr zu verkaufen sind, zu einem sehr günstigen Preis. Jeden Tag großes Gedränge, wenn der Tafelladen öffnet. Herr Reisberg, von wie viel Geld leben Sie letztendlich? Also was haben Sie zur Verfügung? 200. 200? Kassen, egal was. Wir müssen echt die Hände hin und her ziehen, ja? Die bedauere ich auch mal. Was denke ich, was die mal kriegen? 500, 600 Euro, das reicht. Das kann es nicht sein. Niedrigverdiener in anderen Ländern, wie der Schweiz oder Österreich, sind fürs Alter besser abgesichert. Zum Teil auch dank höherer Beiträge. Überall mit unterschiedlichen Systemen haben sie im Prinzip so eine Art Grundrente oder Minimalrente, die den Leuten, die gearbeitet haben, zustehen und die deutlich höher ist als das, was wir hier als Hartz IV haben. Und das ist die große Baustelle, der sich die Politik nicht entziehen darf. Die Rentenansprüche dieser Niedrigverdiener anzuheben, würde viel Geld kosten. Aber wenn man ihre Renten so niedrig lässt, wie sie sind, kostet es auch Geld. Die werden alle im Alter dann finanziert werden müssen über die Steuermittel, über die Sozialhilfe, also über unsere Grundsicherung. Ja klar, das schlägt dann irgendwann wieder auf. Und es ist ja nicht so, dass das nichts kostet, sondern die Gesellschaft muss es dann an anderer Stelle bezahlen. Und das wird dann eines Tages auch Baby Erik betreffen, wenn er Steuerzahler geworden ist. Auch wenn er jetzt noch nichts davon ahnt. Stuttgart, die Automobil- und Feinstaub-Hauptstadt. Seit Mitte August sind die Grenzwerte für dieses Jahr wieder überschritten. Franco Jacopino baut Diesel und fährt Diesel. Jetzt muss er fürchten, dass er ausgesperrt wird. Fahrverbote drohen. Ich habe immer gedacht, ich fahre ein Fahrzeug, das so relativ sauber ist mit Partikelfilter. Und es wäre alles wunderbar und ich war selber überrascht, wie die reale Messwerte sind auf der Straße. Nicht nur der Alpha, den er fährt, sondern auch viele Motoren, die der Daimler-Arbeiter selbst mitproduziert hat, sorgen für schlechte Luft hier. Davon hat er buchstäblich die Nase voll. Manfred Nies klagt über Atembeschwerden. Er klagt auch vor Gericht gegen die Behörden und wirft der Politik Untätigkeit vor. Ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung mehr Rückgrat hat. Beispiel, am 2. August hätte die Bundesregierung durchaus durchsetzen können, dass eine Hardware-Nachrüstung möglich ist. Das hat sie leider versäumt. Jetzt wird es schwierig. Man würde erwarten, dass die Bundesregierung insgesamt mehr Rückgrat gegenüber der Automobilindustrie zeigt und mehr Unabhängigkeit. Heißt auch mehr Druck in Richtung Elektroauto. Im Daimler-Motorenwerk am anderen Neckarufer könnte das gravierende Folgen haben. Auch für Franco Jacopino.
85% der pflegenden Angehörigen sind Frauen, die dann wirklich programmiert in die Altersarmut geraten. Menschen wie Judith Andrade, die zu Hause pflegen, müssen eine bessere Rente erhalten, um vor Altersarmut geschützt zu werden. Sie leisten viel für die Gesellschaft. Denn 90% der Menschen wollen im Alter zu Hause gepflegt werden, nicht im Heim. Kein Wunder bei den täglichen Meldungen über Missstände in deutschen Pflegeheimen. Klaus Fussek ist einer der renommiertesten deutschen Pflegeexperten. Er erhält täglich zahlreiche Briefe und E-Mails über Missstände in deutschen Heimen. Sie liegen stundenlang in der vollen Windel, es stinkt im Zimmer. Wenn ich nicht jeden Tag reinbekomme, kriegt meine Mutter nicht zu essen und nichts zu trinken. Ich gehöre der Kriegsgeneration an und jetzt muss ich betteln, dass ich zur Toilette komme. Sein Fazit? Wenn Missstände in den Heimen abgestellt werden sollen, müsse die Politik für mehr Transparenz sorgen und den Kampf um die Rendite in der Pflege bremsen. Ich sage Ihnen mal eins, ich glaube eher, dass zu viel Geld im System ist und das Pflege- und Gesundheitssystem vollkommen intransparent sind. Also wir sprechen ja inzwischen von Gesundheitswirtschaft, von Pflegewirtschaft. Es sind Konzerne, man kann mit Pflege an der Börse gehen, man kann Renditen machen. Also dass der Grundfehler war natürlich immer schon, das Produkt Pflegegesundheit kann nicht markt- und börsenfähig sein. Dass es auch anders geht, zeigen Beispiele wie das Maria-Martha-Stift in Lindau am Bodensee. Ein Haus mit hervorragendem Ruf, das anbietet, was sich jeder wünscht. Eine individuelle, respektvolle Pflege. Am Morgen. Altenpflegehelfer Hermann Beck weckt die 93-jährige Bewohnerin Maria Hoffmann. So, jetzt ziehe ich Ihnen Ihre Strümpfe an. Ja. Okay. Hilft ihr beim Anziehen. Wie lange leben Sie denn schon hier? 11 Jahre. 11 Jahre hier im Heim? Ja. Und wie ist es? Wie gefällt es Ihnen? Ja, ich bin zufrieden. Ja. Auch Hermann Beck ist zufrieden, arbeitet schon seit 26 Jahren hier. Ein Zeichen für die guten Arbeitsbedingungen. Pflege im Minutentakt gibt es hier nicht. Wir haben die Zeit, wir dürfen sie uns auch nehmen. Natürlich müssen wir auch ein bisschen auf die Uhr gucken, das ist ganz klar. Aber wenn ein Bewohner also mehr Zeit braucht wie ein anderer, dann kriegt er die auch. Wie in vielen Heimen haben auch hier rund 60% der Bewohner eine Demenzerkrankung. Aber eingesperrt oder sediert wird hier niemand. Stattdessen versuchen die Pflegerinnen, die Bewohner zu aktivieren. Alles hier wirkt freundlich und zugewandt. Von Zeitdruck ist nicht. Wir sind hier mitten in der Stadt, haben aber ganz in unserer Nähe auch große Grünanlagen, zum Beispiel den Tiergarten. Im Prinzip haben wir alles vor der Tür. Und da möchte man natürlich so einfach nicht weg. Doch jetzt droht ihm genau das, Auszug aus der Wohnung. Das Haus, in dem er wohnt, hat zuletzt 4-mal den Besitzer gewechselt und gehört nun einem Investor, der schicke Eigentumswohnungen aus den bisher günstigen Mietwohnungen machen will. Thomas Pawelek und sein Nachbar Wolfgang Hoth erleben jetzt dasselbe wie viele Mieter in Berlin und anderen deutschen Großstädten. Modernisierung, Mietsteigerung und die Ahnung, das Wohnen in der Innenstadt wird man sich nicht mehr lange leisten können. Der Modernisierungszuschlag würde sich auf 442,95 € belaufen. Das wäre dann eine Steigerung der Grundmiete von über 91%. Ich stehe jetzt vor der Situation, dass jemand versucht, mich aus der Wohnung zu drängen. Und das ist ein ganz perfides System, das muss man ganz deutlich sagen. Unsere gesamte Lebensplanung ist dadurch über den Haufen geworfen worden. Wir hatten uns also darauf eingerichtet, dass wir hier mindestens noch 10 bis 15 Jahre wohnen können, immer vorausgesetzt, dass wir gesund bleiben. Gerne würden Sie in Ihrem vertrauten Kiez bleiben, aber danach sieht es nicht aus. Wohin dann? Berlin war immer eine Stadt für Mieter. Doch immer mehr werden Wohnungen zu Geldanlagen. Was die beiden Rentner besonders ärgert, die Politik hat ihrer Meinung nach das Problem lange verschlafen. Es ist Wohnungsnot in Berlin. Es gibt kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Und hier werden Eigentumswohnungen errichtet. Das ist doch total am Bedarf vorbei.
Das ist so in der Hauptstadt, aber auch in vielen anderen boomenden Städten. Bundesweit fehlen rund 1 Million Wohnungen, vor allem bezahlbare. Und die Geografin Ilse Hellbrecht rechnet damit, dass sich die Lage noch verschärft. Der Markt will hochpreisige Wohnungen, weil Wohnungen inzwischen Immobilien auch ein Spekulationsobjekt geworden sind, so wie Aktien. Und sich damit einfach einen Profit machen lässt. Das heißt, in einer freien Marktwirtschaft wird der Markt immer dafür sorgen, dass in den boomenden Ballungsräumen Wohnen teurer und teurer wird. Wie also wird Bauen billiger? Hendrike Vogt will günstigere Wohnungen anbieten. Der Familienbetrieb, in dem sie arbeitet, hat ein lange vergessenes Konzept wiederentdeckt. Serielles Bauen. Früher hieß das Plattenbau. Heute kann man mit vorgefertigten Bauteilen ansehnlich und sogar klimaneutral bauen. Und billiger. Bei einem individuell geplanten Haus liegen die Planungskosten oft bei 20%. Seriell geplant, schätzt Hendrike Vogt. Haben aber ganz in unserer Nähe auch große Grünanlagen, zum Beispiel den Tiergarten. Im Prinzip haben wir alles vor der Tür. Und da möchte man natürlich so einfach nicht weg. Doch jetzt droht ihm genau das, Auszug aus der Wohnung. Das Haus, in dem er wohnt, hat zuletzt 4-mal den Besitzer gewechselt und gehört nun einem Investor, der schicke Eigentumswohnungen aus den bisher günstigen Mietwohnungen machen will. Thomas Pawelek und sein Nachbar Wolfgang Hoth erleben jetzt dasselbe wie viele Mieter in Berlin und anderen deutschen Großstädten. Modernisierung, Mietsteigerung und die Ahnung, das Wohnen in der Innenstadt wird man sich nicht mehr lange leisten können. Der Modernisierungszuschlag würde sich auf 442,95 Euro belaufen. Das wäre dann eine Steigerung der Grundmiete von über 91%. Ich stehe jetzt vor der Situation, dass jemand versucht, mich aus der Wohnung zu drängen. Und das ist ein ganz perfides System, das muss man ganz deutlich sagen. Unsere gesamte Lebensplanung ist dadurch über den Haufen geworfen worden. Wir hatten uns also darauf eingerichtet, dass wir hier mindestens noch 10 bis 15 Jahre wohnen können, immer vorausgesetzt, dass wir gesund bleiben. Gerne würden Sie in Ihrem vertrauten Kiez bleiben, aber danach sieht es nicht aus. Wohin dann? Berlin war immer eine Stadt für Mieter. Doch immer mehr werden Wohnungen zu Geldanlagen. Was die beiden Rentner besonders ärgert, die Politik hat ihrer Meinung nach das Problem lange verschlafen. Es ist Wohnungsnot in Berlin. Es gibt kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Und hier werden Eigentumswohnungen errichtet. Das ist doch total am Bedarf vorbei. Das ist so in der Hauptstadt, aber auch in vielen anderen boomenden Städten. Bundesweit fehlen rund 1 Million Wohnungen, vor allem bezahlbare. Und die Geografin Ilse Hellbrecht rechnet damit, dass sich die Lage noch verschärft. Der Markt will hochpreisige Wohnungen, weil Wohnungen inzwischen Immobilien auch ein Spekulationsobjekt geworden sind, so wie Aktien, und sich damit einfach einen Profit machen lässt. Das heißt, in einer freien Marktwirtschaft wird der Markt immer dafür sorgen, dass in den boomenden Ballungsräumen Wohnen teurer und teurer wird. Wie also wird Bauen billiger? Hendrike Vogt will günstigere Wohnungen anbieten. Der Familienbetrieb, in dem sie arbeitet, hat ein lange vergessenes Konzept wiederentdeckt: serielles Bauen. Früher hieß das Plattenbau. Heute kann man mit vorgefertigten Bauteilen ansehnlich und sogar klimaneutral bauen. Und billiger. Bei einem individuell geplanten Haus liegen die Planungskosten oft bei 20%. Seriell geplant, schätzt Hendrike Vogt, bei nur 3%. Vor 3 Jahren Krebs, habe meine Arbeit verloren. Musste meine Arbeit aufgeben und meine Rente. Das darf ich Ihnen nicht sagen, was ich da kriege. Sagen Sie es uns? Ha, noch nicht mal 200 Euro. Bleiben übrig? Ja, überhaupt. 200 Euro. Kann man davon leben? Nein, wegen dem bin ich hier. Und mal essen gehen? Nee. Nicht einmal einen Döner. Altersarmut in einem reichen Land. Viele hier, die ein Leben lang gearbeitet haben, sind enttäuscht, dass man sie im Alter so im Stich lässt. Und ich sage offen ehrlich, wenn ich das alles gewusst hätte vorher, dann hätte ich mal hinten die Couch gedrückt und gesagt, was soll ich arbeiten gehen, für wen? Ich kriege eh mein Geld. Und deswegen tue ich viele heute
wo eine Kaufhäuser, eine Kasse, egal was. Wir müssen echt die Hände hin und her ziehen. Ja? Die bedauere ich auch mal. Was denke ich, was die mal kriegen? 500, 600 Euro, das reicht. Das kann es nicht sein. Niedrigverdiener in anderen Ländern, wie der Schweiz oder Österreich, sind fürs Alter besser abgesichert. Zum Teil auch dank höherer Beiträge. Überall mit unterschiedlichen Systemen haben sie im Prinzip so eine Art Grundrente oder Minimalrente, die den Leuten, die gearbeitet haben, zustehen und die deutlich höher ist als das, was wir hier als Hartz IV haben. Und das ist die große Baustelle, der sich die Politik nicht entziehen darf. Die Rentenansprüche dieser Niedrigverdiener anzuheben, würde viel Geld kosten. Aber wenn man ihre Renten so niedrig lässt, wie sie sind, kostet es auch Geld. Die werden alle im Alter dann finanziert werden müssen über die Steuermittel, über die Sozialhilfe, also über unsere Grundsicherung. Ja klar, das schlägt dann irgendwann wieder auf. Und es ist ja nicht so, dass das nichts kostet, sondern die Gesellschaft muss es dann an anderer Stelle bezahlen. Und das wird dann eines Tages auch Baby Erik betreffen, wenn er Steuerzahler geworden ist. Auch wenn er jetzt noch nichts davon ahnt. Stuttgart, die Automobil- und Feinstaub-Hauptstadt. Seit Mitte August sind die Grenzwerte für dieses Jahr wieder überschritten. Franco Jacopino baut Diesel und fährt Diesel. Jetzt muss er fürchten, dass er ausgesperrt wird. Fahrverbote drohen. Ich habe immer gedacht, ich fahre ein Fahrzeug, das so relativ sauber ist mit Partikelfilter und es wäre alles wunderbar. Und ich war selber überrascht, wie die reale Messwerte sind auf der Straße. Nicht nur der Alpha, den er fährt, sondern auch viele Motoren, die der Daimler legt ihren Mann 7 Tage die Woche ohne Urlaub, hat keine Zeit für einen Beruf und lebt von Hartz IV. Die Pflegekasse zahlt zwar auch Rentenbeiträge für sie, aber Altersarmut ist ihr gewiss. Wenn ich was bekomme, würd vielleicht nicht mal reichen, mich zu ernähren oder eine Miete zu zahlen. Das wird niemals, niemals dafür reichen. Mit gerade mal 690 Euro Rente kann Judith Andrade im Jahr 2031 rechnen, wenn sie Manuel noch 14 Jahre pflegt. Ein politisches Thema. Denn von den rund 2,5 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden 2/3 zu Hause gepflegt. Von Angehörigen, die deshalb gar nicht oder nur in Teilzeit arbeiten können. Ein Thema, dessen Brisanz in Zukunft noch wächst, erklärt uns Susanne Hallermann. Das heißt, mir fehlt mein berufliches Einkommen. Ich pflege über eine ziemlich lange Zeit, im Durchschnitt also 9,3 Jahre. Und kann das mit der minimalistischen Rentenleistung, die man bekommt als pflegende Angehörige, einfach nicht auffangen. Besonders betroffen sind Frauen. 85% der pflegenden Angehörigen sind Frauen, die dann wirklich programmiert in die Altersarmut geraten. Menschen wie Judith Andrade, die zu Hause pflegen, müssen eine bessere Rente erhalten, um vor Altersarmut geschützt zu werden. Sie leisten viel für die Gesellschaft. Denn 90% der Menschen wollen im Alter zu Hause gepflegt werden, nicht im Heim. Kein Wunder bei den täglichen Meldungen über Missstände in deutschen Pflegeheimen. Klaus Fussek ist einer der renommiertesten deutschen Pflegeexperten. Er erhält täglich zahlreiche Briefe und E-Mails über Missstände in deutschen Heimen. Sie liegen stundenlang in der vollen Windel, es stinkt im Zimmer. Wenn ich nicht jeden Tag reinbekomme, kriegt meine Mutter nichts zu essen und nichts zu trinken. Ich gehöre der Kriegsgeneration an und jetzt muss ich betteln, dass ich zur Toilette komme. Sein Fazit? Wenn Missstände in den Heimen abgestellt werden sollen, müsse die Politik für mehr Transparenz sorgen und den Kampf um die Rendite in der Pflege bremsen. Ich sage Ihnen mal eins, ich glaube eher, dass zu viel Geld im System ist und das Pflege- und Gesundheitssystem vollkommen intransparent sind. Also wir sprechen ja inzwischen von Gesundheitswirtschaft, von Pflegewirtschaft. Es sind Konzerne, man kann mit Pflege an der Börse gehen, man kann Renditen machen. Also dass der Grundfehler war natürlich immer schon, das Produkt Pflege, Gesundheit kann nicht markt- und börsenfähig sein.
Dass es auch anders geht, zeigen Beispiele wie das Maria-Martha-Stift in Lindau am Bodensee. Ein Haus mit hervorragendem Ruf, das anbietet, was sich jeder wünscht, eine individuelle